So, und weiter geht's. Und, tut mir leid, dich mal wieder behelligen zu müssen. Ja, mal wieder. Aber wir haben den Unterschlupf der Verbrecher gefunden. Unsere Informanten sagen, es ist gefüllt mit den gestohlenen Gegenständen. Blocke die Kapsel mit deinem Cape. Und Kiki wird dir helfen, die Items einzusammeln. Pass auf dich auf und viel Glück. Okay, hier ist, glaube ich, der einzige Zeitpunkt im Spiel, wo man Kiki, Darklings Adoptivtochter, zu sehen bekommt. Und wir bekommen auch ein Leben zu sehen. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich gerne ein Leben bekommen würde. Und die Diamanten gehen mir am Arsch vorbei. Sollen sich die Bonzen, denen die gehört haben, noch einen neuen holen, mein Gott. Auf jeden Fall, ich hab meine schlechten Englischkenntnisse noch mal aufgebessert. Vault heißt sowas wie Schatzkammer. Aber ich denke mal nicht ganz so wie Fort Knox, denn ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, in das Nicht-Äquivalent von Fort Knox wird noch einige Male eingebrochen im Verlaufe dieses Spiels, was, glaube ich, im Original nicht ganz so einfach möglich ist. Und wo hier Dr. Gunter eben mein Cape erwähnt hat, ich habe ein Cape. Ja, unglaublich. Dass ich das jetzt gemerkt habe, auf jeden Fall mit diesem Cape, da kann ich mich hier hinstellen und bestimmte Wurf- und Projektilwaffen abblocken. Kann der leider auch. Also so ganz toll und einmalig, wie ich gerne sein wollte, bin ich leider nicht. Aber ich muss es wenigstens nicht in bestimmten Intervallen machen. Bin nicht ganz so dämlich. Auf jeden Fall hier haben wir jetzt Heavy Gas. Oder Heavy Gas. Und kann damit eben jetzt, aua, auch Schaden machen. Und ich kann da sogar ein bisschen mehr Schaden mitmachen. Also, während ich mit meiner Gaspistole, mit meinem normalen Gas, immer nur einen Schadenspunkt mache, mache ich mit Donner- oder Schwarmgas nämlich immer zwei Schaden. Und es gibt nämlich noch ein anderes Gas, das Pfeilgas, damit mache ich sogar drei Schaden, aber das hat noch einen viel besseren Nutzen, den ich im Laufe des Spiels auch noch demonstrieren werde. So. Gott, die sind doch eher nervig als wirklich gefährlich. Ah, und hier Schnecken. Ob die was mit Dr. Schneck zu tun haben, dem größten Gegenspieler von Darkwing Duck und absoluten Nummer 1 auf der Verbrecher-Weltrangliste, noch vor Fiso Duck und ich glaube auf Platz 3 war Megavolt. Aber ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. Genau wie in der Serie. Ah, mein erstes Extraleben. Und ich hätte mich beinahe so ungeschickt angestellt, dass es einfach weggeploppt wäre, aber zum Glück auch nur beinahe. Och, Schnupper-Gasbösewicht. Und da sehen wir auch schon das Portal zum Bosskampf. Und nichts hält uns jetzt mehr auf. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Dr. Schneck spielt keine Rolle in diesem Spiel. Hätte jetzt sicherlich niemand gedacht. Und was passiert hier? Ich bin Darkwing Duck, hallo? Auf jeden Fall, da haben wir Quackerjack. Der läuft da unten rum, Moment mal, so fast. Also rekapitulieren wir noch mal kurz. Quackerjack will
sich einfach in Form bringen, weil er für den Marathon in New York trainiert und möchte da seine Geschicklichkeit testen und lässt dazu auch seine kleine Puppe, Mr. Bananengrütz, Bananen in seinen Weg werfen, um einfach seine Athletigkeit zu trainieren. Und warum bin ich jetzt hier? Moment, genau. Quackerjack und seine Lakaien blockieren ja den Bau der neuen Brücke. Das sind zwei Probleme für uns. Also einmal Quackerjack und seine Lakaien. Und was eigentlich viel wichtiger für Darkwing Duck ist, dass ja sein Hauptquartier in der alten Brücke ist und wir daher um jeden Preis verhindern müssen, dass diese neue Brücke gebaut wird. Also schlage ich vor, lassen wir Quackerjack doch einfach mal hier den Bau sabotieren, damit unsere alte Brücke schön erhalten bleibt und wir uns kein neues Hauptquartier einrichten müssen. Und ich schätze mal, damit endet unser Abenteuer auch schon. Aber es gibt ein Problem, und zwar mir gefällt deine Hackfresse nicht, deshalb baller ich dich jetzt. Aber du bist einfach nur ein Feigling. Also hier, Quackerjack, wie wir in den letzten Minuten gesehen haben, macht eigentlich gar nichts, außer nur stupide hin und her zu laufen. Und wenn man sich auf dieselbe Ebene begibt wie er, dann springt er auf eine andere und man muss ihn wieder verfolgen. Das Ganze wird erschwert oder soll zumindest erschwert werden durch Mr. Bananengrips, der uns hier mit Bananen einzudecken ver. Und ich habe es jetzt wirklich geschafft, in so einer trivialen Situation doch noch getroffen zu werden. Herzlichen Glückwunsch, Darkwing. Ja, aber es ist halt so. Da weiß man ja auch in der Serie, Darkwing Duck ist ja so ein bisschen unfähig und scheiße ist er halt. Mal gucken, ob ich jetzt. Also noch was zu den Bossen gesagt. Die haben alle 16 Trefferpunkte. Und mit dem normalen Schuss, da mache ich einen weg. Mit Donner und Schwermgas 2 und mit Pfeilgas 3. Das heißt, ich muss die 6-mal mit Pfeilgas treffen. Und 8-mal mit den anderen Gasarten bis auf. Also mit den anderen Spezialgas. Und das war's für dich. Wir haben. Ja, jetzt müssen wir uns doch noch um ein neues Hauptquartier kümmern, aber wir haben diese Aufgabe erledigt und kriegen jetzt Spezialpunkte zu unseren totalen Punkten. Und waren das jetzt 2 Leben, die wir bekommen haben? Das ist doch jetzt mal super. Wir haben unsere erste Aufgabe geschafft und nur doppelt so lang gebraucht wie in jedem anderen Let's Play. Das ist doch mal eine solide Leistung. Und ich sag mal, beim nächsten Mal, da begeben wir uns ins Stadtzentrum. Okay. Ja, also, da wo okay ist, da sagt uns Quack auch nochmal okay. Und wir gehen jetzt zu unserer nächsten Aufgabe, wo Wolf Duck und seine Lakaien ihren Zug der Verwüstung antreten durch das Stadtzentrum. Aber sei vorsichtig. Wolf Duck dreht durch, wenn der Mond zum Vorschein kommt. Möchtest du dorthin? Ja, da gehen wir dann beim nächsten Mal hin und stellen uns Wolf Duck. Und bevor ihr euch fragt, nein, es gibt keine einzige Episode, in der Wolf Duck vorkommt. Nein, dieser Gegner ist exklusiv für das NES bzw. Gameboy-Spiel. Es gibt auch noch ein Gameboy-Spiel, das quasi genau das gleiche ist mit minimalen Abweichungen. Halt hauptsächlich so kleinerer Bildschirm und ein bisschen weniger Farbe. Wie es nun mal Gameboy-Spiele so an sich haben, früher, bevor mit dem Super Gameboy doch ein bisschen Farbe ins Spiel kam. Auf jeden Fall, ich glaube, ich wollte irgendwas sagen, das habe ich. Genau, hier Wolf Duck ist exklusiv für diese Spiele. Warum auch immer, ich meine, es gibt genug
Gegner, die dafür in Frage kämen. Ich denke mal, Abstrusa Abstracta zum Beispiel könnte diesen Kampf genauso durchziehen, wie wir später sehen werden. Aber ich hoffe, ich vergesse es nicht, da sage ich dann ein bisschen was zu, wenn es wirklich zum Kampf kommt. Das klingt so, als ob es irgendwie welche Gründe geben sollte, warum es nicht zum Kampf kommen sollte, aber ja, also Darkwing Duck und ich sind manchmal ein bisschen scheiße, aber wir sind nicht so scheiße, dass wir nicht durch diesen Level kommen. Also dann bis zum nächsten Mal.